Und nahtlos schließt sich der nächste Part an. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Mayaos Tempel. Okay. Was bist denn du Cooles? Hey, du schießt ja Pfeile. Das finde ich aber überhaupt nicht nett. Noten haben wir auch. Okay. Du hast ein paar Noten gefunden. Suche jetzt nach mehr. Das ist ein Mumbo-Plattform. Mumbo draufstehen und großen Zauber machen. Okay. Was bist du ein Cooles? Bist du der Mumbo? Nee. Ich muss mich erstmal umgucken. Ich habe das ja hier noch nie gespielt. Hier ist auch irgendein komischer Eingang. Hey, bring deine lahmen Knochen her. Und drücke B. Okay, lernen wir jetzt endlich einen neuen Move. Der will 25 Noten haben, oder wie soll ich das verstehen? Ausbilder Chamchars meldet sich. Schau mal den Typ an, Benjo. Sieht aus wie eine Bottles, ein Bottles in Uniform. Natürlich sehe ich Bottles ähnlich, du Strolch. Er ist mein Bruder. Wie geht's überhaupt dieser Trantüte? Nicht allzu gut. Kürzlich dahingeschieden unter der Hand der Hexe Grundi. Tut mir leid, das zu hören, Flohkugel. Ist er zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch. Dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es der Hexe heimzuzahlen, was? Eigentlich nicht. Bottles hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Pa! Der kannte doch nur die Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Chamchars. Dann bring uns doch gleich welche bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier. Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren. Findet ein paar Noten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Hey, einen Moment noch. Wie ich sehe, hast du genug Noten für meine erste Lektion. Höre und staune, du Tölpel. Sucher. Ein Sucher, da wäre jetzt ganz fein. Dann treffen die Eier auch fast von allein. Drücke C nach vorn, dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schieße mit Geschick. Das ist dann alles. Wegtreten. Lol, wir können jetzt Eier verschießen. Oh, das ist aber blöd. Das oben und unten ist invertiert. Das ist ja doof. Welche Taste war es nochmal? L. Und macht das irgendwas hier? Macht nichts mit den Augen. Ich hab gedacht, das macht irgendwas. Na gut, okay. Dann haben wir ja dort noch was. Vielleicht geht das irgendwie. Müssen wir uns mal etwas weiter wegstellen. Gucken, ob das irgendwie geht. Oh, das lässt sich ja scheiße steuern, ey. Und? War's das? Können wir jetzt hier irgendwas machen mit dem? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, und irgendwo pfeift was und hier oben kommen wir auch irgendwie hoch. Hier ist wieder so ein Ding. Aber hier muss man wahrscheinlich schnell sein oder so. Das ist ja echt blöde gemacht mit der Steuerung. Ich hoffe, es kommen nicht noch solche Rätsel. Da habe ich nämlich überhaupt keine Lust drauf. Oh Gott. Oh Gottes Willen, diese Steuerung. Und was können wir jetzt mit dem machen? Kann man damit jetzt irgendwas machen?
Die Nase zeigt auf alle Fälle in irgendeine Richtung, aber ansonsten... Das ist ein Warpfeld. Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen. Okay. Hier ist schon mal ein Mumbo. Mensch, das ist... Ich liebe es, neue Spiele zu spielen. Man weiß nicht, wo man hin muss und alles. Das ist richtig geil. Mumbos Schädel, was ist denn das hier? Du hast ein Klobo gefangen. Man sagt, sie haben magische Kräfte. Was haben wir hier schon wieder für ein Schild? Ach so, darf ich nicht lesen. Na Mumbo, wie geht's? Ah, Bärenvogel, endlich hier. Mumbo, bester Schaman im Spiel, also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden Zauberwesen. Wir haben ein Klobo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbo Hilfe? Ja. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbos Tasche. Ah, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücken P für mächtigen Schamanen-Schockstock. Mich auf meinen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Ach, was zur Hölle? Öffne die große Steinpforte mit der mächtigen Goldstatue. Ich kann jetzt als Mumbo spielen. Na, das ist ja komisch. Und was soll da? Soll da irgendwas können oder wie schaut das jetzt aus? Lol. Ich kann nicht so viel kommentieren, Leute, weil ich absolut nicht weiß, was ich alles hier so machen muss. Gott. Bin ich hier runtergefallen? Ich bin ja ein Depp. Oh, hier ist ein Shinju. Kann Mumbo tauchen? Lol, wie er da drinnen liegt. Ne, er kann nicht tauchen. Okay. Also, wir müssen uns merken, hier bei dem Wasser, da ist schon mal ein Yinjo. So, was ist das hier eigentlich? Erstmal haben wir noch ein Warpfeld. Okay, hier können wir rein. Mumbo diese Welt nicht verlassen wollen. Geheime Menschen würden Schädelhaus plündern. Okay, was ist das hier? Hier kommen wir auch nicht rein, oder? Nee. Aber hier ist schon mal die so eine komische Wabe. Okay, was ist denn jetzt mit diesen Idioten hier? Kann man damit was machen? Nee, kann man nicht, aber ich bin bald tot, wenn das so weitergeht. Hier haben wir auch noch irgendeine Statue. Kann man damit irgendwas machen? Die haben wir ja am Anfang ja schon mal gesehen. Will da was haben oder will da Eier haben oder... Ich will eigentlich bloß mit dem Schild reden. Die mächtige Goldstatue schläft, bis ihre Dienste wieder in Anspruch genommen werden. Drücken B für mächtigen Mumbo-Zauber. Hoffen, dass funktionieren. Beschwörung des goldenen Goliath. Okay, sehr hübsch. Und was ist... Ist das jetzt? Bin ich das jetzt? Kann ich den jetzt steuern oder? Ich sehe hier nicht durch. Mumbo, Magie lassen Golden Goliath auferstehen. Magie dauert nur für kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue zu seinem Platz bringen und B. Okay, da können wir den jetzt zum Beispiel töten. Können wir was? Nö. Okay, wir können irgendwas machen. Kann man ja hochlaufen. Können wir diese komischen Dinger hier öffnen, zufällig?
Können wir dich wegtreten? Das kann man machen, okay. Und hier? Das kann man wirklich aufmachen? Lol, okay. Springen kann er auch. Okay, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. War da noch so eine Tür? Ne, hier war nicht so eine Tür. Mal gucken, ob wir es noch schaffen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hier hin muss. Okay, hier geht's auch irgendwie hoch. Ich glaube aber kaum, dass der da hoch kann. Doch kann er. Lol. Okay, da oben ist ein Puzzle. Da unten ist noch so eine Tür. Na, das werden wir nicht mehr schaffen. Ah, nee, das schaffen wir nicht mehr. Auf alle Fälle. Kannst du ein Yinyu einsammeln? Das kann ich. Juhu, du hast mich gerettet. Ab nach Hause. So, die Zeit ist aber jetzt auch um, oder? Nee. Hexoland, Yinyu-Dorf. Na, das ist ein grüner Yinyu und der fliegt wohl jetzt ins grüne Haus, oder? Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus mit dem Rest meiner gleichfarbigen Familie. Rette uns alle und du erhältst das Familienerbstück. Aber nur die Grünen, oder? Weiß ich nicht. So, auf alle Fälle ist die Zeit jetzt auch um. Mumbo-Magie jetzt zu Ende. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss, aber wir haben schon mal ein bisschen was geöffnet. Wir wissen, dass wir die komischen Dinger hier öffnen können. Das machen wir gleich nochmal.